Hallo Leute, Matthias wieder hier aus dem wunderschönen Thailand. Ja, wir sind jetzt hier in einem unserer Lieblingsrestaurants hier am See von Hoa Sanang mit unseren Freunden. Das ist die Ho, der Fabio und die Nut. Ich hoffe, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Ja, wir sind hier, haben uns hier getroffen zum. Und die Mimi natürlich, wie konnte ich sie vergessen? Und meine Frau, die Kamera hält. Ja, wir sind jetzt hier, um gemeinsam Mittag zu essen. Waren schon öfters hier, ist ein sehr gutes Restaurant und ja, passt eigentlich alles. Das Essen sehr gut. Wir haben gerade bestellt und müssen jetzt noch ein bisschen warten, bis das alles fertig ist. Ja. Und da zeige ich noch ein bisschen die Umgebung, aber ihr kennt es ja schon von anderen Videos. Aber schauen wir mal. So, also nochmal unsere Mimi. Das hier ist meine Frau. Ja. Okay. Und ihr seht das Restaurant sehr rustikal gemacht mit Bambus, mit also einfachsten Mitteln. Aber ich mag sowas eigentlich. Ist sehr schön und. So. Schauen wir uns noch mal kurz den See an. Ich gehe jetzt in die Sonne. Ist ein bisschen heiß, aber das Auto haben wir geparkt. Ich sag jetzt mal so, im Halbschatten. Ja, da kommt schon der erste Gang. Moment. Ich dachte, das dauert länger. Naja, okay. Das ist jetzt bloß der Salat. Ne? Ja, sieht schon mal ganz gut aus. Ne? Grüner Salat bei dieser Hitze. Okay. Gehen wir aber schnell noch zum See. Ne? Einfach einen Blick hinwerfen, was die Fische machen. Da habt ihr jede Menge Fische. Also man sieht es hier von draußen nochmal. So. In der Früh war es ziemlich kühl und jetzt ist wieder so, also ich weiß nicht wie viel Grad, auf jeden Fall. Es ist sehr heiß. Die junge Frau verkauft hier Fischfutter. Ja. Die Treppen rauf. Ja, und da ist der See. Der See von Hoa Sanang. Das Wasserreservoir von Surin. Die wollen überall Fischfutter verkaufen, aber es ist einfach zu heiß jetzt. Aber man sieht es, ich hoffe, dass man es sieht, die Fische, Leute. Die kommen halt, die wissen, dass sie gefüttert werden. Ja, ich hoffe, dass man sie sieht, also sehr viele. Und ja. Okay. So, sehr klares Wasser, da kann man auch baden, also ist erlaubt. Okay, ist aber so heiß, da gehen wir gleich wieder zurück. Zurück in den Schatten, da ist gemütlicher. Ja, man sieht, ist immer was los bei uns, ist nie langweilig. Und ja, heute wussten wir nicht so recht, sollen wir mit den, ja, hätten wir auch in den Tempel gehen sollen, weil es war Tambun und hätten wir unsere Secondhand-Kleider an die Leute verschenkt. Aber machen wir halt nächstes Mal bei. Die und der Fabio, der muss jetzt auch irgendwann zurück. Der Fabio, der lebt ja noch in Italien. Und kommt immer wieder Urlaub. Ja, wir waren im Urlaub im Süden da, in Koh Lanta, sehr schön. Da war ich öfters. Meine Güte. Wer macht denn Lärm? Die Urlauber sind jetzt zurück. Und er hat jetzt noch eine Woche Zeit und dann geht schon wieder nach Hause. Ne?
Das ist halt so im Urlaub. Man freut sich immer und das ist auch immer schnell vorbei. Ne? So, da ist nochmal unsere Truppe. Ja, sehr angenehm hier im Schatten. Ne? Die Mimi. Man sieht, es ist ein Restaurant neben dem anderen, also sind eigentlich alle gut. Man kann auch hier liegen, das sind, natürlich kann man auch sitzen, aber wir haben jetzt einfach so, mal für mich und den Fabio wäre es hier besser gewesen, aber wir können inzwischen auch hier sitzen, ist kein Problem. Da kann man nachher relaxen, kann sich ein bisschen hinlegen. Also ist schon, ja, was Besonderes, so ein Restaurant hier am See von Waisaneng. Wie gesagt, wir warten jetzt aufs Essen. Es kann ein bisschen dauern, weil das wird immer alles frisch zubereitet. Da hat man sehr guten Fisch hier, aber auch andere Sachen. Ja. Das ist jetzt die Speisekarte, aber nur auf Thailändisch. Und wie heißt das? 1, 2, 3, also 1, 2, 3 heißt das Restaurant. Ja, ein Name, den man sich merken kann. So. Der kleine Mann ist auch fleißig, ne? Der bringt uns einen Salat, glaube ich. Oder? Ja, der geht zu uns. Ja, muss doch mal. Jetzt in die Küche darf ich wahrscheinlich nicht rein. Aber zumindest von außen kann ich da mal. Also das ist die Küche. Ja, man kann schon reinschauen, aber ich möchte jetzt da nicht zu nahe gehen. Ne? So. Okay, hoppala. Ja. Sieht alles ordentlich aus und sauber, Leute. Was will man da mehr? So. Hoppala. Ja, einen kleinen Kellner haben wir auch, ne? Der bringt jetzt die Suppe oder was das ist, oder den Reis. Ja, der Reis ist das. Aha. Ja, also die Salate sind schon mal da. Ne? Das ist das Papaya-Salat. Der Papaya-Salat. Und dann nochmal ein anderer. Ein grüner Salat. Die Suppe und der Fisch muss noch kommen. Ah ja. Die Mimi spitzt auch schon die Ohren. Hier sind Hunde erlaubt, ist gar kein Problem. Also Leute, mir gefällt es hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin gerne hier. Oh, der Oberkellner kommt mit dem Fisch. Ah, der hat's drauf, der Junge. Hey, Leute. Also das ist der Fisch. Ja. Der sieht doch schon mal ordentlich aus, ne? Mit gebratenem Gemüse und so. Ja, also sehr lecker, ne? Wir haben schon bestellt, auch vorher, wie wir hier waren. Also einwandfrei. Kann ich nur empfehlen. So, kaum noch Platz am Tisch. Und das ist noch nicht alles, Leute, da kommt noch. Sieht doch schon mal ganz, ganz ordentlich, ganz lecker aus, ne? So. Ja. Ah, ich bringe jetzt noch mal einen Fan hier. Ja, ich könnte darauf verzichten, aber den Preis komischerweise ist immer heiß.
Tom-Yam. Tom-Yam. Okay. Ja, wir warten noch auf die Suppe, Leute, und dann kann es losgehen. Wohin die noch hingestellt wird auf dem Tisch, ist mir ein Rätsel, aber ja, schauen wir mal. So Leute, jetzt kommt auch die Suppe, unser Tom Yam Pla. Heißt das? Schauen wir mal, ach, die haben schon Platz geschaffen, wunderbar. Ist wahrscheinlich auch noch nicht alles, aber wir fangen jetzt schon mal an. Ja. Wow. Please and help me get a five. Ja, ja, ja. Five. Okay. Also Leute, sieht doch alles schon mal ganz ordentlich aus, ne? Und wir werden jetzt gleich loslegen, bevor es kalt wird. So Leute, also so sieht es aus heute bei uns hier an diesem Sonntagnachmittag am See von Weißeneng. Beim Mittagessen mit unseren Freunden, mit der O, mit Fabio, mit der Mut, meine Wenigkeit und meine Frau natürlich und nicht zuletzt die Mimi. Ja, ich sag's nochmal, ein sehr schönes Restaurant, sehr gemütlich. Wir sind öfters hier, ich mag das einfach. Gutes Essen, gutes Ambiente, was will man da mehr? Und ja, das war's dann wieder mal für heute. Euch noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Euer Matthias aus dem wunderschönen Thailand. Und tschüss.